Willkommen zu einem weiteren Schrein-Guide für Ghost of Tsushima und heute mit dem Wolkengrad-Schrein. Der befindet sich hier in Akt 2, an dieser Stelle in einer kleinen Bucht. Zur Orientierung, hier ist Akashima und hier ist der Blättergipfelschrein, hier ist der Wolkengrad-Schrein. Ihr lauft durch das Tor und ich würde euch empfehlen, weil hier gibt es einen längeren Laufweg, dass ihr mit dem Pferd da durchschreitet, solange es geht. Also nehmt das Pferd und folgt einfach dem Weg. Hier bin ich kurz falsch gelaufen, darunter, da geht es nicht weiter. Ihr müsst einfach da nach diesem Wald nach links und hier durch. Und gleich kommen wir zu einer Stelle, die das Pferd nicht passieren kann. Deswegen müssen wir da absteigen. Aber immerhin haben wir Zeit gespart, dadurch, dass wir hier hingeritten sind. Dann kommt ihr gleich auf ein größeres freies Areal. Aber hier ist es kein Problem. Ihr folgt einfach den Toren. Und es fängt an zu regnen. Und hier ist eine kaputte Brücke, aber kein Problem. Ihr geht einfach links neben die Brücke und springt hier auf diesen Felsvorsprung. Zieht euch hoch, springt wieder weiter. Und so kommt ihr dann auf die andere Seite der kaputten Brücke. Warum sind eigentlich alle Brücken hier kaputt? Das würde mich echt mal interessieren. Auf jeden Fall folgt ihr dem Weg weiter. Hier war ich kurz verwirrt. Ist aber eigentlich easy. Und dann hier, wenn ihr die Frösche seht, müsst ihr nach rechts wieder dem Weg folgen. Da seht ihr die Treppen. Da geht ihr weiter. Hier geht ihr hoch. Dann kommt eine kleine Passage. Da müsst ihr dreimal über Felsen springen. Hier das erste Mal. Hier nochmal. Und beim Tor das dritte Mal. Hier rüber. Ja, und dann könnt ihr euch hier hochziehen und dann nach rechts. Dann lasst ihr euch fallen, geht über diese Planken hier und vorne ist ein Felsvorsprung rechts, da könnt ihr drauf springen. Lauft ein bisschen, klettert ein bisschen nach links, wieder nach links, wieder nach links. Hier, bei dem Tor geht es nicht weiter, deswegen müsst ihr hier hoch. Und hier mit dem Enterhaken zieht ihr euch dann nochmal weiter nach oben. Springt hier wieder hin. Hier haben wir noch einen Enterhakenpunkt. Dann springt ihr auf den nächsten Felsvorsprung. Nochmal Enterhaken benutzen. Wieder springen. Schwingen. Springen. Dann haben wir hier Äste, auf die wir klettern müssen. Springen müssen. Und dann sind wir eigentlich schon am Schrein. Geschafft, Leute! Also, falls euch das Video gefallen und geholfen hat, dann würde ich mich wieder mal freuen, wenn ihr kommentiert, mir Feedback da lasst und wenn ihr Bock habt, auch abonniert. Ansonsten viel Spaß noch mit dem Game und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.